gegen FC Porto im Naturstadion Heimaterde. Es regnet, es ist Scheißwetter. Und ja, da laufen die Spieler ein. Ich bin echt gespannt. Boah, ganz ehrlich, ich liebe diese Szene. Ich kann mir das den ganzen Tag lang ansehen. Und wie die... Ja, wunderbar, Alter. Ach, ist das super. Okay, das überspringen wir jetzt mal. Die Werbung für Fallout. So, los geht's, Freunde. Die Partie am... Ist eigentlich abends? Ne, ist Tag, würde ich sagen. Es wird jetzt gerade Abend. Das absolute Top-Match in der zweiten Liga am Abend. So. Mit Hendrik. Mit Konsolenschwein. Mit einem klasse Dribbling. Wie, boah, ich wollte gerade sagen, ey. Wo kommt der jetzt? Hier. Oh, super. Ah, okay. Na, Placer verliert den Ball direkt wieder. Okay, wieder zurückkommen. Die kontern jetzt wahrscheinlich. Ah. Jawohl. Dranbleiben, Jungs. Körper einsetzen. Hey, Torwart. Alter, warte mal. Das war ein guter Pass. Erstmal weg. Der Ball, mit dem wir spielen, ist übrigens von Adidas. Jawollo, Marius, setzt den Körper ein. Jetzt kommt da der Pass auf Leon, der läuft. Wunderbar, der ist schnell. Über. Ey, nein, er sollte eigentlich einen Übersteiger machen. Scheiße. Ach Mann, hätte er den fast noch bekommen. Verdammt. Jawoll, Joche. Jawohl, Jogi. Und Tim, zieh mal ab, Junge. Mit links, okay. Ja, ich habe ihn da oben gesehen. Ja, ja. Oh, Jochen. Passt nochmal außen auf Konsolenschwein. Da kommt die Flanke. Fast das Kopfballtor von Nils. Okay. Wir sind immer noch im Angriff. Und Christian mit rechts. Der geht rein. Jawohl. Tor. Christian trifft. Ja, wunderbar. Christian trifft für den TSV. Das sehen wir uns nochmal an. Der Nils gerade mit einer guten Kopfballchance. Dann nochmal die Ruhe bewahrt. Konsolenschwein mit der 23. Passt auf Chris und der nimmt ihn direkt und mit rechts. Obwohl er linksfuß ist. Stark gemacht. Also, ja, cool, dass wir da noch ein Tor rausgeholt haben. Also steht es nun 1:0 für den TSV Heimaterde. Auch einfach nur... Oh, diese Drehungen. Alter, das ist so geil, ey. Es fühlt sich ganz anders an als PES 15. Und PES 15 empfand ich schon als hart geil. Ja, Konsolenschwein, bleib hier dran. Der Bonny. Oh, der war da. Okay, dachte ich, sei jetzt gerade... Ja, wunderbar. Alter, so setzt man den Körper ein. Ganz fantastisch. So, vorlegen und ein bisschen laufen. Ja, lol, okay. Ah, der war schon im Aus. Okay. Einwurf für uns. Da steht der Chris frei. Spielt ihn auf Leon. Marvin. Wieder auf. Ja, Marvin. Gambetta, okay. Marvin. Ja, aber so. Schießt einfach mal selber drauf, aber meilenweit drüber. Scheiße, das war ein bisschen zu selbstbewusst. Ja, okay. Ja, ich konnte jetzt gerade niemanden anspielen. Aber der kommt kurz. Ah. Ist nicht mehr so einfach wie in PES 15. Jochen macht gut Druck. Ey, wir haben sogar Einwurf, geil. Wieder zurück mit dem Ball. Okay, die Schüsse, die sehen zugegeben komisch aus. Okay, Halbzeit. Uiuiui. Oh. Alter, der rollt nur ins Tor. Okay. Ach, Casemiro. Ja, okay. Da sind einige Namen, die mir... Ja, einige Namen, die ich kenne. Beim FC Porto. Steht 1:0 zur Halbzeit. Mal sehen. 73% Ballbesitz. Das ist wirklich Scheißwetter in dem Stadion hier, Mann. 4 Schüsse, 2 aufs Tor und 82% erfolgreiche Pässe. Ist in Ordnung. Mal sehen, wie sieht das denn bei denen aus? Jackson Martinez spielt immer noch bei denen, okay? Ist der nicht zu Mailand gewechselt?
Ist der nicht, der ist doch irgendwo hingewechselt, ne, oder selbst Atletico Madrid oder so? Ne, ich glaube Madrid, ja. Okay, der spielt immer noch da. Dann gibt es da später wahrscheinlich noch ein Update. Vielleicht. Charisma. Casemiro. Maicon kenne ich noch. Okay. Alles klar. Wechseln werden wir nicht. Wir machen direkt weiter. Ich wollte mir einfach mal kurz den Kader von denen ansehen und selbst mal gucken, wie viele ich denn noch erkenne. Okay. Vorsicht, Jackson Martinez. Jawohl. Mein Gott, ist der groß, der Jochen. Das war ein schlechter Pass. Oh, und der Kopf zurück. Sehr schön. Das ist ganz schön riskant, so zu spielen. Und so ein Schwein geht zum Kopfball hin. Kopfball. Jawohl. Oh nein, was macht denn der da? Okay. Lass mal Konsolenschwein, die Flanke kommt zu spät. Aber er holt uns noch eine Ecke raus. Ecke von Christian, ja, sehr schön. Kommt hoch. Zack. Nils. Ja. Also Kopfballschlag ist er nicht wirklich. Ich habe jetzt auch damit gerechnet, dass der vorbeigeht. War aber doch ziemlich knapp. Ein paar Zentimeter. Ja, ich wollte gerade sagen, ey. Hast du jetzt da unten hinter, wo zwei stehen? Oh, Joron. Setz den Körper ein. Genau so. Okay. Konsolenschwein, du musst hinterher. Setz den Körper ein, Mann. Jawohl. Weg damit. Okay. Jawohl, er leitet gut weiter. Leider kommt der aber zum Gegner. Chris. Übrigens hat der Regen nachgelassen. So, Vorsicht, Leute. Jochen. Nein, oh Gott, die Pässe, Alter. So, trotzdem, Nils ist durch. Nein, oh, geht er noch? Jawohl! Der geht echt noch rein. Jawohl, oh lol. Schön, Marvin. Marvin macht ein Tor, ja cool, damit habe ich jetzt eigentlich nicht gerechnet. Aber, das hat zugegeben ganz cool aus. Erstmal der Ball durch auf Nils und da dachte ich, Alter, da hätte der Torwart aber rauskommen müssen, aber sowas von. Und der grätscht das Ding noch rein. Der Torwart ist ja wirklich nicht so einer, der auf 1 gegen 1 Situationen steht. Oh je, oh je! Oh, jawohl. Wir haben die Körper in die Mannschaft. Okay, das war ein bisschen zu leicht genommen. Jochi. Oh. Kein Foul gepfiffen, da regt er sich aber zu Recht auf. Haben wir echt Glück gehabt. Dann sehen wir, steht da Mutterseelen allein. Nimmt den Ball gut an. Ist aber auch nicht leicht zu passen. So, schön. Da läuft er. Da kommt's. Jetzt aber? Ja, die. Ja, okay, das war komisch. Schön, Tim. Chris, ey, schieß, Junge! Und der geht echt noch rein. Was ist denn hier los? Okay, das war gerade komisch. Ich wollte eigentlich. Pass auf. Da kam der Pass auf Chris. Wollte laufen, jetzt wollte ich eigentlich schon einen Finesse-Schuss machen, dann wurde der hier wieder abgebrochen, der Schuss, und boah, der war trotzdem ziemlich gut platziert, meine Fresse. Alles klar, meine Freunde, es steht 3-0 und es gibt einen Doppelwechsel. Manu kommt für Tim und Florian für Jochen, ja, das sieht doch gut aus. Komm schon, Manu, zeig deinen Kameraden nochmal, dass du Fußball. Ja, dass du verteidigen kannst, weil Angriff muss jetzt echt nicht mehr sein. Aber falls sich was ergibt, dann nutzen wir natürlich jeder schon. Oh, scheiße. Okay. Ja, klar, von hinten immer hingetreten. Jawohl! Dranbleiben, Junge! Scheiße. Manu, okay.
3 Minuten Nachspielzeit. Jawohl. Jetzt auf Chris nochmal. Schafft er sein... Ah, schade. 2 Tore hat er gemacht. Oh, kommt er gut vorbei, der Herrera. Aber jetzt ist auch Ende. Jawohl. Abpfiff. Wir siegen. 3:0. Marcano. Oh. Was ist denn da los, Alter? Fährt einfach mal bei uns am... vor der Haustür so ein Schlepper vorbei, hört sich das an. Quietscht wie verrückt. Okay.